Nachdem wir im letzten Video jetzt gesehen haben, wie wir Ordner und Verzeichnisse in unserer Nextcloud erstellen, Dateien hochladen, Word, Excel, PowerPoint-Dateien erstellen, gemeinsam drin arbeiten können, möchte ich jetzt zeigen, wie wir Bildergalerien erstellen können und auch zum Download anbieten können. Hierfür loggen wir uns auch einfach in unsere Nextcloud ein, können uns jetzt auch über den Button Plus einen neuen Ordner erstellen für die jeweilige Bildergalerie. Die Fotos in dieser Galerie einzeln hochladen und den kompletten Ordner entsprechend teilen, wie wir es auch gerade im letzten Video mit den Dateien auch schon gesehen haben. Alternativ können wir auch einfach diesen kompletten Ordner, wo all diese Bilder drin sind, die ich teilen möchte, einfach hier in unsere Nextcloud ziehen und so wird das komplette Verzeichnis mit sämtlichen Bildern automatisch hochgeladen und es wird eine Bildergalerie erstellt. Diese Bildergalerie können wir jetzt wieder über den Freigabe-Button freigeben und teilen, haben auch hier die Möglichkeit, entweder intern oder extern für die Öffentlichkeit, können dann auch hier festlegen, schreibgeschützt oder ist das Hochladen und Bearbeiten erlaubt. Wenn diese Funktion gewählt ist, kann jeder, der über den Link verfügt, zum Beispiel auch eigene Fotos hochladen und eine Bildergalerie ergänzen, ideal, um zum Beispiel im Team die Fotos vom letzten Betriebsausflug irgendwie zu sammeln. Wir können Dateien auch ablegen, Download verbergen, Passwortschutz und so weiter. Ich kopiere mir jetzt einfach diesen Link und gehe wieder rüber in meinen privaten Browser, um zu simulieren, wie Gäste, wie die Öffentlichkeit über diesen Link sich die Galerie anschauen können. Angekommen in meinem privaten Browser, kopiere ich mir jetzt einfach den Freigabelink in mein Adressfeld oder klicke einfach drauf und sehe jetzt schon hier die entsprechenden Fotos. Alternativ gibt es hier oben auch die Möglichkeit, eine Rasteransicht mit Vorschaubilder auszuwählen. Klicke ich jetzt auf ein Bild drauf, dann öffnet sich auch direkt ein Galerie-Plugin. Das heißt, die Fotos, die werden im Vollbildmodus dann auch angezeigt und man hat die Möglichkeit, dann auch entsprechend sich durchzuklicken und sich die Galerie vom letzten Ausflug auch nochmal gemeinsam anzuschauen. Nachdem wir alles angeschaut haben, haben wir auch die Funktion dann hier oben schwarz hinterlegt, wegen des Dark Modes bei mir, sich die komplette Galerie herunterzuladen. Und genauso funktioniert das nicht nur mit Fotos, sondern auch mit Videodateien. Soweit erstmal zum Thema Galerie erstellen, Fotos zur Verfügung stellen mit der Nextcloud. Im nächsten Video zeige ich euch, wie wir das Umfragetool nutzen, um datenschutzkonform auch Termine oder eben auch Inhalte abzufragen. Daher bleibt dran und bis gleich.